Herzlich willkommen zum Logistikleiter-Panel. Logistikchefs diskutieren über die aktuellen Herausforderungen in ihrer Logistik oder in ihrer jeweiligen Branche. Dazu begrüße ich unsere vier Logistikleiter: Hendrik Peterburs von Enercon, Miguel Tiesler von Radeberger, Alexander Schelt von Lafarge Scholzim und Alexander Eichler von Delticom. Herzlich willkommen. Ja, wir machen eine. Du in die Mitte, ja, oder? Ich in die Mitte. Okay. Ja, der Moderator. Wir machen eine lockere Gesprächsrunde daraus. So wie wir es kennen vom Podcast Irgendwas mit Logistik. Ja, die einleitenden Worte habe ich gesagt. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch mal alle vorstellt, wer ihr seid, was ihr macht und warum ihr überhaupt hier seid. Alexander. Ja, fange ich am besten mal an. Also ich bin Alexander Eichler. Ich bin der COO bei Delticom und damit zuständig für die Warehouse-Logistik und die Transportlogistik bei Europas größtem Online-Händler für Reifen. Kurz und knapp. Okay. Also die Branche E-Commerce haben wir hier vertreten. Die Branche E-Commerce in einer etwas speziellen Ausprägung, ja. Ja, alles klar. Noch ein Alexander. Ja, Alexander Schelt, mein Name. Hallo. Ich bin verantwortlich für die Logistik bei dem Baustoffkonzern Lafarge-Holcim. Wir bewegen ungefähr 600 Millionen Tonnen an Material und das hat auch einige Herausforderungen. Und deswegen bin ich heute hier, um diese mit den Kollegen zu diskutieren. Das glaube ich, dass das viele Herausforderungen hat. Zweite Branche, die Baustoffe, Baustoffbranche, kann man das so sagen? Ja. Ja, absolut. Baustoff, Zement, Kies, ja. Sand, Schotte. Alles klar. Dann haben wir den Miguel Tiesler zu meiner Linken. Genau, schönen guten Tag, ich bin Miguel. Arbeite im Radeberger Konzern, genau genommen bei Getränke Hoffmann. Wir betreuen halt vier Einheits Getränkeabholmärkte. Haben den Durstexpress im Zustellbereich und auch in Hoffmann Brings im Zustellbereich, jeweils für unterschiedliche Branchen tätig sind. Okay. Branche Nummer 3, Lebensmittel und Getränke. Und den vierten im Bunde, der Hendrik Peterburs von Enercon. Genau, richtig. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier zu sein. Was machen wir bei Enercon in der Logistik? Also Hendrik Peterburs, mein Name, ich verantworte die globale Logistik bei Enercon. Das umfasst nicht nur das, was man vielleicht landläufig so kennt auf den Raststätten, die großen und langen und schweren Teile, sondern eben auch die Päckchen von 1 Kilo bis 160 Tonnen Teilen und 80 Meter Rotorblättern, umfasst unser Leistungsspektrum alles, was wir so als Inhouse-Spediteur, Inhouse-Dienstleister für die Enercon-Gruppe zur Verfügung stellen. Also ein relativ breites Spektrum und daher auch an viele Herausforderungen geknüpft. Das glaube ich. Die Herausforderungen sind sehr, sehr, sehr groß. Wobei die Herausforderungen, ich hatte das eingangs schon in unserem Vorgespräch gesagt, auch mit der Baustoffindustrie oder Beton, so, ich glaube, da gibt es so Ähnlichkeiten. Also die vierte Branche, Windenergie. Ja, spannend. Okay, was sind denn eure aktuellen Herausforderungen? Also abgesehen von Corona, was sind also die Herausforderungen? Oder ist Corona oder die neuen Themen, gibt es da komplett neue Themen, die in Fokus gerückt sind? Oder also durch Corona? Oder ist es bei den alten Themen, die vor Corona schon waren, ist es dabei geblieben? Was sind eure Herausforderungen? Wer mag anfangen? Ja, ich kann ja vielleicht kurz starten. Unsere Herausforderungen sind definitiv die Internationalisierung unserer Supply Chains, dass wir dort immer intensiver in die Sourcing-Märkte gehen, internationaler werden, Produktionsstätten anzubinden haben. Das sind für uns spannende Herausforderungen. Also eine Herausforderung muss ja nicht immer schlecht sein. Darum möchte ich das auch gleich mal so als positiven Punkt mitbringen. Da hat natürlich Corona voll zugeschlagen, weil genau in so einer Phase, wo man sich internationalisiert und eben auch in asiatische Märkte geht, in indische Märkte und so weiter, da hat das natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Geschwindigkeit dieser Umsetzung gehabt und auch Riesenthemen mit sich gebracht, die es dann natürlich erstmal zu lösen galt. Aber das sind so Herausforderungen, die wir vorher hatten und die sich durch Corona natürlich nochmal deutlich anspruchsvoller gestaltet haben, als man sich das so hätte wünschen wollen.
Also ist die Supply Chain zum Teil gekappt worden oder zumindest langsamer geworden? Oder, ja, kann man definitiv so sagen. Ja. Dadurch, dass in vielen dieser Ländern eben auch ein Lockdown gab für einige Zeit, die ja zum Teil auch schon viel früher eingesetzt haben, als es dann hier bei uns angekommen ist, hat sich das wie so ein Bullwhip-Effekt durchgeschlagen durch die ganze Supply Chain. Mhm. Und das haben wir sehr deutlich gemerkt in der Verantwortung, Produktionsstätten ordentlich zu versorgen, am Ende auch Projekte gut zu versorgen. Und da war sehr, sehr viel nötig, um das dann über eine Multisourcing-Strategie wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Also da war sehr, sehr viel an Arbeit für die Mannschaft, die bei Enercon für die Logistik verantwortlich ist, da tatsächlich zu leisten. Gibt es andere Lösungswege, die sich da aufgetan haben? Oder wie man stattdessen also die Ware in andere Länder bekommt? Ja, es ist schwierig. Ich glaube, das Thema Multisourcing ist ein ganz wichtiger Baustein in dieser Strategie, um sich nicht komplett abhängig zu machen von bestimmten Regionen, die zwar immer wichtiger werden, auch aus Kostengründen selbstverständlich. Das geht in allen Branchen ja so. Aber am Ende ist es wichtig, eine gute Risikostrategien zu haben, dass man eben ausweichen kann, dass man gute Verträge hat mit Lieferanten, gute Verträge mit Logistikdienstleistern hat, die einen dann auch noch weiterbringen, wenn es eben schwierig wird, wenn eben Krisen eintreten. Ja? Und das wird nicht die letzte sein, die wir erleben werden. Und im Zuge der ganzen Globalisierung ist das weiterhin für uns ein ganz wichtiger Augenmerk, auf den es viel Sicht zu geben gibt. Also von daher ist das so ein bisschen was man natürlich mitnimmt als Lerneffekt bislang. Lang. Wer weiß, wie es noch weitergeht. Ja, okay. Okay, also Internationalisierung der Supply Chain, die Herausforderung bei Enercon und insbesondere auch die Herausforderung, die sich ja auch durch Corona noch verschärft hat. Gibt es ähnliche Herausforderungen bei den drei anderen Mitstreitern oder welche Herausforderungen gibt es sonst noch? Ich denke mal, Alexander, bei Delticom, ihr seid auch eher international aufgestellt. Das stimmt. Bei uns ist es aber eher so eine Kundenbeziehung, die da eine Rolle spielt. Das heißt, wohin liefern wir unsere Ware und wie schnell kommt die dann am Ende des Tages auch mit dahin? Das heißt, das sind dann im Zuge der Corona-Krise eher solche Fragen dann auch, wo kommen die Fahrer her, die unsere Logistikzentren dann halt mit Ware versorgen? Wo sind die vorher gewesen? Wie schnell sind die da? Beziehungsweise auch, wo können sie überhaupt noch hinfahren, europaweit? Also dann die Zusammenarbeit mit den Dienstleistern ist dort halt dann an der Stelle relativ wichtig. Um deine Frage nochmal mit aufzugreifen, zum einen sind es natürlich Standardprogramme, die ablaufen. Also bei Delticom ist jetzt seit dieser Woche die Wintersaison wieder angebrochen. Die Leute fangen jetzt an, wieder auf Winterreifen zu wechseln. Das heißt, das ist alle Jahre wieder. Kann man die Uhr nachstellen, irgendwann so Mitte September, Ende September geht das Ganze los. Komisch, und das heißt, das sind ganz normale logistische Herausforderungen, die dann da halt zu bewältigen sind. Und auf der anderen Seite ist halt mit Corona so ein Set an Variablen, nenne ich es mal, mit dazugekommen, die es jetzt halt mit zu berücksichtigen gilt. Eben kam das Wort auf Risiken, die das Ganze dann mit sich bringt. Also ich glaube, keiner kann sich das leisten, wenn halt ein Logistikzentrum wegen Corona dann dicht gemacht wird. Das heißt, da muss man dann halt schon von vornherein dran denken, welche Maßnahmen kann man ergreifen, wie kann man damit umgehen, was ist draußen an wissenschaftlichen Standards etabliert, wie lassen die sich dann halt irgendwie auch selber mit berücksichtigen, und um dann halt Lösungen anzubieten, dass halt dieses Risiko minimiert wird. Was sind denn da für Lösungen? Mehr Richtung Automatisierung gehen? Oder? Eine Automatisierung wäre eher eine mittelfristige Thematik, über die man natürlich dann auch nachdenken muss. Ja. Aber grundsätzlich geht es dann erstmal um solche Dinge, wie lassen sich Abstandsregeln in der Logistik umsetzen. Ich denke, wir sind uns einig, Homeoffice ist keine Alternative. Insofern muss man halt schauen, wie man halt die allgemein geltenden Standards dann halt in einem Warehouse auch mit umsetzen kann. Was bedeutet das für die Pausenräume? Was bedeutet das für Schichtzeiten? Wie kriegt man das eventuell getrennt? Wie kriegt man Abstände sichergestellt? Das sind so ganz banale Probleme, wenn man halt auf einem Hochstapler dann irgendwie nochmal jemanden zum Anlernen benötigt, dann unterschreitet man automatisch die Abstandsgrenzen. Und wie geht man dann damit um? Also man muss dann schon sehr detailliert auch Lösungen finden oder sich zumindest Gedanken darüber machen, um dann halt auch zu schauen, wie kriegt man dieses Risiko tatsächlich irgendwie dann auch in der Logistik minimiert. Ja. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch noch die ganz normalen, ich sage jetzt mal Megatrends, die dann für Delticom eine Rolle spielen. Also man macht sich schon darüber Gedanken, darüber, was ist nach Corona, beziehungsweise die Mobilität verändert sich und wie reagiert man dann darauf? Wie sieht
der Reifen der Zukunft aus? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus, um dann halt irgendwie dann noch ein Angebot zu stricken, das für den Kunden dann auch noch attraktiv bleibt? Okay, aber das Problem verstehe ich, ja. Wobei das ja eigentlich eher weniger ein Problem der Logistik ist. Das ist ja insgesamt ein Problem der Reifenindustrie. Wie sieht der Reifen der Zukunft aus? Brauchen wir noch Reifen? Und? Genau, das stimmt. Ich bin davon überzeugt, Reifen in irgendeiner Form wird es immer noch geben. Also ja. Solange sich Räder irgendwo drehen, werden da Reifen drauf sein. Aber ja. Die Frage ist halt, was für Reifen? Also ja. Welche Art und Weise sind das? Insofern, den Trend beobachten wir natürlich als Unternehmen generell sehr stark. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ein spezieller Bereich des Onlinehandels. Ja, okay. Okay, spannend. Wie sieht es bei den anderen aus? Ja, ich mache mal weiter. Bei uns in der Baustoffindustrie haben wir erstmal eine riesige Herausforderung im Health- and Safety-Bereich. Wir haben sehr, sehr lokale Lieferketten. Wir sind in 65 Ländern der Welt vertreten. Und dort geht es natürlich auch, wie der Kollege eben aus dem Reifenhandel gesagt hat, wie setzen wir jetzt Abstandsregeln um Warenübergabe, kontaktlos etc. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Lieferungen. Die Fahrer werden häufig als Superspreader erkannt, ja, weil die halt eben viele Abladestellen haben. Dies in den Griff zu bekommen, ist die eine Sache. Die zweite Sache ist Verkehrssicherheit. Wie stellen wir sicher, dass durch unsere Aktivität keine Menschenleben gefährdet werden und die Transporte sicher durchgeführt werden? Das ist sicherlich eine große Sache. Als zweite große Herausforderung haben wir ja Emissionen, CO2. Wir fahren ungefähr 6 Milliarden Kilometer pro Jahr mit dem LKW. Da kommt schon was raus. Da ist natürlich die Frage, wie können wir diesen Herausforderungen begegnen mit alternativen Brennstoffen, mit alternativen Antrieben? Wie können wir stärker verlagern von Straße auf Schiene, Wasser? Das sind die Herausforderungen in dieser Hinsicht. Und als letztes natürlich die Kosten und Performance. Wie bilden wir das Ganze ab, sodass das natürlich noch insgesamt in in das Produktpricing reinpasst, weil wir ein sehr niedrigpreisiges Produkt haben. Da muss man natürlich immer darauf achten, dass die Kosten dann noch im Griff gehalten werden. Und wie kriegen wir diese drei, Eckpfeiler in einem Spannungsfeld so zusammen, dass es immer passt und auch für den Kunden passt? Enercon hatte die Herausforderung internationale Supply Chain genannt. Gut, jetzt ist wahrscheinlich in der Baustoffindustrie, zumindest was die Auslieferung angeht, wird wahrscheinlich weniger international sein, aber was die Beschaffungsseite betrifft, wie sieht es da in diesem Thema aus? Gibt es da irgendwelche Herausforderungen? Ja, auf der Distributionsseite sicherlich haben wir sehr, sehr kurze Transportwege, erweiterter Nahverkehr, also knapp 200 Kilometer, dann hört bei uns auch schon die Wirtschaftlichkeit auf. In der Beschaffung, also Rohmaterialien rein, ist eine riesige Herausforderung, weil wir natürlich Naturstoffe transportieren. Wir bauen Steine ab, verbrennen die und machen dann neue Materialien draus. So, jetzt gibt es diese Steine nicht überall, es wird natürlich auch keiner oder in der aktuellen Situation ist es auch gesellschaftlich relativ schwierig, jetzt irgendwo nochmal einen neuen Steinbruch anzufangen. Das findet eine sehr geringe Akzeptanz bei der Bevölkerung. Das führt dann dazu, dass wir natürlich dann auch aus anderen Ländern dann mit dem Schiff, mit dem Seeschiff Rohstoffe holen aus Lateinamerika, aus Australien, aus den klassischen Ländern eigentlich, wo man das herbekommt. Okay. Gut. Kommen wir erstmal zu dem vierten. Genau, also unsere Herausforderung war so ein bisschen anders. Wir sind sehr national aufgestellt. Das heißt, wir haben weniger mit der Beschaffung oder ähnliches zu tun gehabt. Sicherlich gab es auch in Italien logischerweise San Pellegrino-Wasser, was man nicht mit, aber man kann halt Wasser mit Wasser ersetzen. Das heißt, da waren die Auswirkungen nicht so schlimm. Schlimmer war so, einmal ging das Geschäft los. Das heißt, wir haben zweimal Peaks im Sommer, wo man so 50% mehr hat, aber sobald Corona losging, war so 200%, 400%, 500% und das tagesweise, wo sich wirklich erhöht hatte. Und da hat man auch gemerkt, wie zerbrechlich unsere Ketten eigentlich sind. Wir haben den ersten Flut über, im zweiten Standort über, irgendwann kam überhaupt keine Ware mehr an, weil alles zusammengebrochen war. In den Märkten wurde Wasser leer, weil alle auf Bedarf gekauft haben. Teilweise haben sich Leute, weiß nicht, eine Privatperson, weiß noch, eine 65-jährige Oma hat sich bei uns 120 Kisten Wasser bestellt, weil nie wieder Wasser gekommen wäre sozusagen. Und sowas lief halt am laufenden Band. Dann haben sich alle auf Vorrat gekauft, dann haben die Brunnen geschrien,
wir haben keine Leergewinne mehr, weil alle sich bis unter das Dach für die nächsten 5 Jahre Wasser eingestellt haben und auf einmal hatte kein Pfandfass, also kein Mehrwegfass, sondern immer wieder mehr eingemacht, will aber keiner haben. Momentan ist wieder Trend Glasgewinne, Glasgewinne, aber wenn die weg sind, dann sind die halt weg, die werden auch nicht mal so super schnell nachproduziert. Das waren so Herausforderungen. Und dann ist ja, man legt ja so ein Lager aus, dass man sein Tagesgeschäft schafft, stockt dann ein bisschen auf, um ein bisschen mehr Kapazität zu schaffen, aber dieses Wachstum war halt nicht mehr ein bisschen zu schaffen. Dann sucht man seine Mitarbeiter zu schützen. Das heißt, der Bedarf an 1000% mehr ist da, aber man kann auch nicht unendlich reinschieben, weil man muss ja irgendwie diese Abstände einhalten. Und das war schon sehr herausfordernd, die Zeit. Und man war auch zufrieden, als es dann langsam wieder gemerkt wurde, okay, die Läden kriegen wieder Toilettenpapier, es gibt wahrscheinlich auch noch Wasser in den nächsten 3 Tagen. Da wurde es dann friedlicher, aber das Wachstum war auf jeden Fall sprunghaft da, ist ein bisschen zurückgefahren, aber immer noch weit, weit höher als Vorniveau, auch gerade im Zustellbereich, also in der Zustellung beim Durstexpress oder Hoffmann-Brinks, wo wir die Kunden entbeliefern, aber auch die Abholmärkte waren sehr viel stärker frequentiert als vor der Krise sozusagen. Okay, auch da nochmal wieder die Frage gestellt, internationale Supply Chain, also Radeberger Gruppe, stelle ich mir ja auch so vor, also es gibt ja nicht nur Getränke, die in Deutschland produziert werden und vertrieben werden, sondern wenn ich in meinen Baumarkt, sag ich schon, in meinen Getränkemarkt hineinschaue, dann habt ihr auch, gibt es auch relativ viele Getränke, die aus, weiß nicht, aus anderen Ländern kommen. Wie sieht es da aus? Auch, man muss ja gar nicht Richtung Asien oder sonst was schauen. Da gibt es sicherlich auch ein paar Getränke, die von dort kommen. Aber es gibt ja, aber innerhalb Europas, weiß ich, irgendwelche Mineralwasser, die aus Frankreich oder sonst wo kommen. Wir hatten sehr, also wir hatten sehr viel Glück. Die Lieferketten in Frankreich waren stabil. Wie gesagt, Italien ist kurzzeitig wirklich offline gewesen. Da ging gar nichts. Auch so der österreichische Raum war eine Zeit lang gerade am Anfang zu. Aber sonst ist Beschaffungsmarkt noch ein bisschen der tschechische Raum, wo ein bisschen was herkommt. Das war, interessanterweise waren Wasserkanister, das Nonplusultra, das wurde in einer Woche mehr verkauft als 5 Jahre vorher. Das war auf einmal weggefegt. Da kam halt auch kein Nachschub nach. Aber wir haben halt Äquivalenzprodukte. Ob man jetzt 1,5 Liter Flasche oder 1 Liter Flasche Wasser nimmt, ist in dem Moment in der Krisensituation sozusagen egal gewesen, sodass es nicht so die Riesenauswirkungen hatte. Okay, also Hamsterkäufe sind die Waren und sind die Herausforderung. Ja, wie gesagt, das Leergut ist beschränkt gewesen für die Abfüllung, egal ob es im Bierbereich ist, wo einfach früher wurde 50% des Bierumsatzes oder 60% des Bierumfasses im Fassbierbereich gemacht. Das hat sich 100% auf die Flasche verlagert und die Kapazitäten waren einfach nicht da. Und das musste geschaffen werden, man musste einen schnelleren Umlauf haben, die Leute haben gebunkert, das heißt, der Umlauf wurde eigentlich langsam gemacht, Kapazität aus dem Markt genommen, die Dose kam wieder ein bisschen stärker dazu, weil irgendwo musste sie abgefüllt werden, also so eine Geschichten waren unsere Themen. Ja, jetzt gibt es ja so tolle Buzzwords wie Blockchain, KI, Internetmarktplätze oder Robotik, wir sprachen auch schon das Thema Automatisierung bei Delticom, ob das eventuell helfen könnte. Wie sieht es mit solchen Buzzwörtern bei euch in den Bereichen aus? Habt ihr damit zu tun oder sagt ihr überhaupt nicht meine Baustelle? Vielleicht nochmal. Ja, also natürlich beschäftigt man sich damit und versucht herauszufinden, was passt auf welches Geschäftsmodell. Ja. Wir sind da tatsächlich ein bisschen analoger unterwegs, was die eigenen Themen angeht. Wir nutzen natürlich Plattformen im Internet, Frachtenbörsen etc., um unsere Transporte zu optimieren. Wir nutzen die Kommunikation mit Dienstleistern im Idealfall über Schnittstellen. Also das ist für den einen oder anderen jetzt quasi schon so ein bisschen steinzeitlich, aber für uns ist das ausreichend aktuell und wir sind aber da durchaus in verschiedenen Projekten unterwegs. Das ist bestimmt nochmal ein Thema, dass man sagt, wie sieht denn die Zukunft aus, woran arbeiten wir? Aber für den aktuellen Moment sind Schnittstellen und sind vorhandene Plattformen, die wir nutzen, eigentlich erstmal so, dass die Themen, die uns primär jetzt bewegen, für den Ist-Zustand. Ja, damit sind wir dann auch erstmal soweit okay, aber die, wie gesagt, die Anbindung an externen Dienstleister, an Behörden, Überschnittstellen, das sind wesentliche Faktoren, die für uns sehr, sehr wichtig sind.
gerade jetzt auch in der aktuellen Situation, wo auch mal eine Zollbehörde nicht so besetzt ist, wie man das aus der Vergangenheit kennt. Und wenn dann da nur noch 3 Zöllner sitzen und 2 davon im Homeoffice, dann wird das irgendwann extrem schwierig, Dokumente gestempelt zu bekommen. Ich nehme jetzt wirklich ein ganz plakatives Beispiel. Das ist ja ein Beispiel aus dem Alltag. So ist es. Und da freuen wir uns natürlich, dass es dann mittlerweile tatsächlich auch eben Schnittstellenmöglichkeiten gibt, Dokumente auszutauschen und auch unsere interne digitale Veränderung der Arbeitsplätze, ja, Mobile Office und solche Themen, hat tatsächlich im Zuge von Corona einen deutlichen Schub bekommen. Und die Akzeptanz, auch solche Themen mit aufzunehmen und den Mitarbeitern zu ermöglichen, ist mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Also das sind so eher die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Nicht so die genannten Buzzwords, sondern eher so die ganz, ganz praktisch operativen Themen. Ja gut, aber Marktplatz, das gesagt, ist auch schon ein Thema und auch eine Herausforderung, die du da siehst. Ja. Ich denke, bei Delticom wird es auch, also kommt mir spontan so in Sinn, Marktplatz hat auch irgendwas mit Delticom zu tun. Hat auch was mit Delticom zu tun. Alles, was du eben gerade so ein Stückchen weit mit aufgezählt hast, lässt sich irgendwo praktisch im Onlinehandel irgendwo mit applizieren. Also wenn wir uns über Blockchain oder KI unterhalten, sind das natürlich noch Dinge irgendwie, die so ein Stückchen weit in der Zukunft liegen. Aber als Onlinehändler sind wir natürlich datengetrieben. Da haben wir natürlich auch wahnsinnig viel Daten über unsere Kunden als solches erstmal mit vorhanden. Das heißt irgendwie, dass die Sensibilität für Daten ist auch erstmal grundsätzlich sehr, sehr hoch. Und dafür fällt natürlich auch für die Logistik wahnsinnig viel mit ab. Oder beziehungsweise dann auch Logistik funktioniert dort sehr, sehr datengetrieben. Also wir leisten uns dafür auch eine eigene Abteilung, die sich damit auseinandersetzt und versuchen dort natürlich auch gerade jetzt Use Cases irgendwie für die Zukunft mitzuentwickeln. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass auch der Reifenmarkt momentan sich deutlich verändert. Ich möchte jetzt nicht mit Details langweilen, aber auch dort geht es um kleinere Mengen, die schneller verfügbar sind, wo die alten Konzepte, die alten logistischen Konzepte auch nicht mehr so greifen, wie sie das vor 5 Jahren noch getan haben. Ja. Und wo Technologie in Form von Automatik, Robotik, automatischen Lägern und den dazugehörigen Schnittstellen und Systemen natürlich dann auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, halt in 5 Jahren halt auch noch auf demselben Level Logistik überhaupt anbieten zu können, mit derselben Qualität für den Kunden. Okay. Wie sieht es in der Baustoffbranche aus mit solchen Schlagwörtern? Ich stelle mir das so vor, gerade Baustoffe, eine sehr, sehr alte Branche, Beton verbaut man schon seit, was weiß ich, wie viel, 100 Jahren? Genau. Die Römer haben es erfunden. Haben die Römer schon erfunden, genau. Wie sieht es denn da mit solchen Schlagwörtern aus? Wie habt ihr damit auch zu tun? Also mit Marktplätzen, KI, Robotik? Absolut, absolut. Wir haben eine Reihe von Themen. Fangen wir mal mit einem ganz banalen Thema an. Ich habe es vorhin angesprochen, Health and Safety haben wir. Wir überwachen zum Beispiel unsere Fahrzeuge mit In-Vehicle-Monitoring-Systemen weltweit, und diese sind natürlich sehr heterogen. Sie haben in jedem Land verschiedene Dienstleister, die verschiedene Standards haben. Diese Daten führen wir in einem Transport Analytics Center zusammen, leiten dann dort andere Dinge ab. Was sind gefährliche Strecken? Wo gibt es Gefahrenpunkte? Okay. Das ist der eine Teil. Dann der zweite Teil ist, da kommen wir dann zur künstlichen Intelligenz, sag ich mal. Das ist noch weit weg für uns. Ja. Aber vom Grundsatz her wollen wir natürlich dann auch mit diesen Daten proaktiv anfangen, unsere Touren zu planen, und zwar nicht nur nach Sicherheitsgesichtspunkten, sondern auch nach Kosten, CO2 oder Sicherheit oder und. Ne? Ja. Also das sind nochmal riesige Themen. Dann haben wir bedingt durch unsere Organisationsform ein sehr heterogenes Konstrukt in der Landesgesellschaften natürlich auch eine entsprechende Anzahl an verschiedenen operativen Systemen. So, und jetzt müssen wir diese Daten, die ja in verschiedenen Formaten und Formen vorliegen, irgendwie so zusammenfassen, dass sie nachher auch für uns verarbeitbar werden, also dass sie einen Wert haben. Hm. Ja? Ja, okay. Und das ist für uns heute die große Herausforderung, wie bilden wir das einmal technisch ab in den einzelnen Ländern, und dann wie können wir diese Daten, ich sag mal, in einem Data Lake zusammenführen, um sie dann nutzbar zu machen, und mit was muss man sie anreichern? Das sind so die Themen, mit denen wir uns im Moment sehr stark beschäftigen.
Daten, das geht dann auch, da kommt mir gleich wieder ein neues Buzzword in den Kopf, Blockchain. Habt ihr damit auch etwas zu tun mit dem Thema? Nein, damit haben wir uns noch nicht beschäftigt. Ja. Das ist noch nicht bei uns im Repertoire drin. Wir sind eher noch back to the basics. Lass uns sehen, was wir heute haben. Und schauen Sie, wenn wir in den vielen Ländern unterwegs sind, unsere Dienstleisterlandschaft ist ja häufig kleine Flottenbetreiber. Das ist sehr fragmentiert. Also wir haben vielleicht zwei LKWs pro Unternehmer oder drei. Und jetzt müssen Sie diese natürlich überzeugen, dort irgendwelche IoT-Devices einzubauen etc. Also das ist schon eine Herausforderung, weil es ist auch ein Kostenfaktor wieder. Und wie gehen wir an das Thema ran? Und wenn wir vielleicht nochmal als interessantes Beispiel aus der Getränkindustrie, wir kollaborieren sehr gerne mit der Getränkindustrie in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Mexiko, Sambia oder auch Brasilien zum Beispiel, arbeiten wir eng mit denen zusammen und fahren ja, auf dem einen Weg Bier hin und auf dem anderen Weg Zement zurück. Ja? Das ist auch interessant. Ja, weil es interessant ist, weil die Getränkindustrie eigentlich uns sehr ähnlich ist, was den Distributionsradius betrifft. Ja? Die Fahrzeuganforderungen, also ich rede jetzt von nicht von Tankfahrzeugen, sondern von normalen Fahrzeugen, Flatbed, ist das sehr interessant. Und dazu benutzen wir oder versuchen zu benutzen Plattformen, ja? Um halt eben an diese potenziellen Leute heranzukommen, die dann auch Interesse haben, unsere Güter zu fahren. Und das ist sehr erfolgreich bisher gewesen, würde ich sagen. Also das bringt mich auch gleich so auf den nächsten Punkt. Schnittstellen zwischen den einzelnen Branchen. Also anfangs hatten wir ja gesagt, wir haben hier vier verschiedene Branchen sitzen. Man erstmal denkt so, haben ja null irgendwie was miteinander zu tun. Die sind ja sowas von, weit voneinander entfernt. Aber wir merken hier schon gerade, Baustoffindustrie arbeitet gerne mit Getränkeherstellern oder mit der Getränkebranche zusammen. Kann sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, und ich hatte in der Tat auch gleich, als du sagtest, Thema KI und Tourenplanung, kam mir auch das gleich so in den Sinn, weil letzten Endes seid ihr ja auch in der Getränkeindustrie oder Branche, müsst ihr ja auch eine Tourenplanung fahren. Und da denke ich auch, hat doch auch so ein Buzzword wie KI und Tourenplanung, hat doch bestimmt auch einen entsprechenden Impact, oder nicht? Ja, also natürlich auch wir beschäftigen uns viel, gerade mit Machine Learning, Bestellvorhersagen, Prognosen, Erstellung, da sind wir ziemlich weit im Thema, haben auch schon die ersten Testläufe gemacht. Tourenplanung haben wir uns mit einer Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts, der Tagomo, zusammengeschlossen, die sehr fit sind die Jungs, sie machen sogar so die Standortanalysen für uns von wegen, was passiert, wenn an der Stelle ein LAN aufgemacht wird, welche Kundenfrequenz kommt. Und die Jungs machen echt gute Voraussagen. Also wir sind da schon dabei und gerade Tourenplanung im Service für den Kunden sozusagen, dass die Zeitfenster klein werden. Momentan bieten wir in gewissen Bereichen Zeitfenster von 6 Stunden an. Die Kunden fordern eigentlich sowas wie eine halbe Stunde und das sind halt die Anforderungen, an denen wir arbeiten und da braucht man natürlich technische Unterstützung, weil ich kann das nicht vorausplanen, wie an der Fahrer beim 7. Kunde ist. Das schaffe ich einfach gedanklich gar nicht und kenne mich auch gar nicht auf die Straßen genug aus. Was sagt der Stau da? Und da braucht man die Technik und die werden wir auch benutzen. Und noch ist sie nicht da, aber wir arbeiten daran, dass sie irgendwann genau diesen Anforderungen, wenigstens ansatzweise in die Richtung geht, wie der Kunde sich das wünscht. Okay. Wenn wir nochmal Richtung Tourenplanung gehen und wie kann man vielleicht auch gerade LKWs besser ausnutzen, auslasten, was ja auch immer wieder ein Thema ist, man muss sich nur auf der Autobahn bewegen. Wir sind gestern von Hamburg nach Hannover gefahren und manchmal hat man das Gefühl, man fährt irgendwie an einem LKW-Konvoi vorbei, der in Hamburg startet und in München endet. Und man schafft noch gerade in Hannover den Abbieger, irgendwo eine Lücke dazwischen zu finden. Also, es sind sehr viele LKWs unterwegs und ich frage mich auch häufig, wie viele LKWs davon oder wie viele Leerfahrten sind dort unterwegs? Und du hattest davon gesprochen, gerade auch die Leerfahrten vielleicht zu reduzieren, indem man auf dem einen Weg Baustoffe fährt, auf dem anderen, auf dem Rückweg Getränke oder umgekehrt. Ich gucke mal so Richtung Enercon. Ich meine, ihr seid auch irgendwo international unterwegs, aber man sieht auch eure LKWs viel in Deutschland, so von... Gut, ihr seid in Aurich ansässig, ihr fahrt natürlich mehr so an die in die Küstenregion, da wo ordentlich Wind bläst. Aber auf dem Rückweg gibt es sicherlich auch viele Fahrten, die ihr anders nutzen könnt.
Könntet ihr euch da vorstellen, zum Beispiel, wenn ihr Richtung Rügen fahrt und ihr fahrt in Stralsund vorbei, Achtung, ein kleiner Werbeblock, und ihr holt da noch Störtebecker Bier ab, was ihr nach Ostfriesland bringt? Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie wir auf einem 12-Achs-LKW Bierkisten transportieren. Das wäre auf jeden Fall... Das ist eine gute Auslastung. In Sachen Zuladung wäre das ein sensationelles Bild. Jetzt einfach den 20-Tonner oben drauf und dann sieht es nicht mehr so schlimm aus. Perfekt, so, genau so machen wir das. Da muss man um die Ecke denken. Absolut, bin ich gerne bereit, das zu tun. Nein, ich glaube, grundsätzlich sind wir da tatsächlich schon relativ weit. Also wir arbeiten ja nicht nur in die eine Richtung mit Frachtenbörsen zusammen, sondern auch in die andere, was im Schwerlastbereich gar nicht so einfach ist, weil es da einfach um Genehmigungsprozesse und so weiter geht. Aber im Standard-LKW-Bereich, wo wir auch eine eigene LKW-Flotte unterhalten als Enercon, machen wir das quasi standardmäßig, dass wir unsere Rücktouren, die wir sonst leer hätten fahren müssen, im Bereich der Werksversorgung immer in Frachtenbörsen auch ausschreiben und damit auch am Markt agieren. Ja. Das gelingt im Schwerlastbereich bedingt, aber auch da ist es möglich und auch schon vielfach gelungen. Wo wir das sehr intensiv betreiben, ist mit unserem eigenen Schiff, was in weltweiter Fahrt agiert, ein 10.000 Deadweight-Ton-Schiff, was wir regelmäßig, wenn wir Projektauslieferungen machen in die weltweiten Projekte hinein, dass wir dort dann immer über unseren eigenen Befrachter versuchen, maximal viel an Rückladung Richtung Europa-Kontinent zu bekommen. Und das ist auch ein Markt, den wir immer mehr erschlossen haben für uns. Und das ist auch eine richtig spannende Möglichkeit, genau das zu tun, nämlich Leerfahrten in jeglicher Form, nicht nur auf der Schiene, Straße, sondern eben auch auf dem Wasserwege zu vermeiden. Und das ist auch klar von uns eine erklärte Strategie. Als grünes Unternehmen haben wir auch klar im Blick, den grünen Fußabdruck im Bereich der anderen Verkehrsträger zu setzen. Sei es nun, was die Technologie von LKWs angeht, sei es nun die Rückladungsthematik, auch das Thema, das kam heute Morgen schon mal in dem Panel vor, das Thema Vermeidung von Transporten. Ja, wir versuchen zum Beispiel relativ viele großvolumige Transporte maximal weit mit dem Binnenschiff zu fahren, weil man da eben nicht nur ein Rotorblatt drauf transportiert bekommt, sondern eben vier oder fünf, je nachdem. Und das ist eine Gesamtstrategie des Unternehmens, also gar nicht so sehr auf den einzelnen Verkehrsträger bezogen, sondern wirklich übergreifend. Und das glaube ich, passt sonst auch nicht gut ins Bild, wenn wir sagen, wir fliegen jetzt mal Betonturmsegmente mit einer Antonov von A nach B. Das ist, glaube ich, nicht so sonderlich gut geeignet, um als grünes Unternehmen wahrgenommen zu werden. Ja. Aber das ist, wie gesagt, eine Unternehmensstrategie, die wir auch in der Logistik sehr stark verfolgen. Nutzung von Binnenschifffahrt finde ich super. Bringt wieder ein paar LKWs von der Straße weg. Und der Stau wird schon wieder minimiert oder ein bisschen reduziert. So. Okay, ich denke, bei Delticom wird es ähnlich sein, dass man da auch vielleicht in den Transporten auf den Hin- oder Rückwegen auch die Transporte noch anders nutzen kann. Was mir gerade noch so ein bisschen so durch den Kopf geistert, wir sprachen darüber, wir haben jetzt hier vier verschiedene Branchenvertreter, vier verschiedene Logistikleiter sitzen. Ich glaube, in dieser Konstellation kommt ihr nie oder selten wieder zusammen. Ihr habt jetzt mal noch mal so die Möglichkeit, euch zu überlegen, wo gibt es noch Schnittstellen? Also wie kann der eine von dem anderen profitieren? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Also ich bin immer ganz gerne so als jemand, der, wie ich schon auch sagte, so mit dem Rückweg von Stralsund nach Ostfriesland, der auch ganz gerne mal querdenkt. Und warum nicht auch irgendwie mal diese vier Branchenvertreter zusammenbringen, an einen Tisch bringen und vielleicht kommt da etwas Neues bei raus, einfach mal so über diesen Tellerrand schauen. Welche Möglichkeiten gibt es dort? Mal so in die Runde gefragt. Wer mag zuerst antworten? Ich würde mal anfangen. Ich fand den Hinweis mit der Binnenschifffahrt gerade wahnsinnig interessant, weil, kleine Anekdote am Rande, Delticom wird irgendwann Anfang nächsten Jahres ein neues Logistikzentrum am Rhein eröffnen, also in der Gegend von Freiburg, Straßburg die Gegend. Und dann geht es auch darum, irgendwie relativ große Mengen an Material jetzt hier aus dem Raum Hannover irgendwie dort mit hochzubekommen. Und wir versuchen gerade krampfhaft einen Binnenschifftransport aus dem Raum Hannover irgendwie dort runter mit zu organisieren. Und wir haben da noch Herausforderungen, sage ich jetzt mal so. Also da ist jemand, ein Ansprechpartner, den du nutzen kannst dafür. Die Schnittstelle wäre schon mal da, also insofern, weil wir natürlich auch genau dasselbe mit erkannt haben. Wir versuchen natürlich zu optimieren oder beziehungsweise auch da, wo es geht, halt irgendwie grün mit zu denken und versuchen natürlich dann auch diese LKW-Ladung halt dementsprechend nicht auf die Straße mitzubekommen, sondern halt irgendwo, Hannover ist über den Mittellandkanal super angebunden, den Rhein hoch sollte kein Thema sein. Also ist scheinbar eins.
möchte ich gerade mal einhaken, Alexander. Wir haben Häfen hier, eigene. Ich weiß. Dann muss man sich da halt auch mal zusammensetzen. Ist halt auch ganz neu. Das ist vielleicht auch der Charme dieser Veranstaltung, dass man eben diese Hinweise kriegt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ihr mit dem Binnenschiff eure Reifen rumfahren möchtet. Wir nutzen sehr intensiv das Binnenschiff. Ja, und haben natürlich auch beim Binnenschiff häufig das Problem, dass es nur Einwegverkehre sind, häufig fehlt die Rückladung. Wir haben den Hafen da, der auch nur in gewissen Zeiten benutzt wird, den kann natürlich auch von anderen benutzt werden. Also ist jetzt in dem Fall keine dauerhafte Herausforderung, aber gerade für diesen einen Einsatzzweck ist es halt einfach optimal. Und ist doch ein schöner Case. Ja. Wunderbar. Wie ist denn das in der Baustoffbranche? Nutzt ihr die Binnenschifffahrt? Sehr intensiv. Ja. Immer wenn wir es können, nutzen wir sie. Ja. Wir haben natürlich die typischen Probleme. Hochwasser, Niedrigwasser. Ja. Wer hat das nicht? Na gut, das ist natürlich schon ein riesiges Problem, wenn du dann plötzlich dastehst und musst ein Binnenschiff mit 10.000 Tonnen plötzlich mit dem LKW bewegen. Das geht nicht und das geht auch kostenmäßig nicht. Und das hat einen direkten, sehr, sehr starken Impact auf die Kundenerfahrung. Es ist also dann suboptimal. Aber zurückzukommen, eins der großen Herausforderungen im Binnenschiff, wir haben ja grundsätzlich zwei Typen von Materialien. Einmal Zement, was also wirklich Pulverform ist. Es verhält sich fast wie Wasser. Und dann die klassischen Baustoffe Kies, Sand, Schotter. Ja. Und das sind zwei verschiedene Schiffe. Wenn Sie ein Kiesschiff losschicken, dann nimmt es auch kein Zement mehr mit zurück, sondern dann fährt es häufig leer zurück. Und wenn Sie sich mal reinstellen, da sind viele Schiffe leer. Ja. Und das ist für uns eine Herausforderung. Da gibt es jetzt ein paar sehr interessante Ansätze von einigen findigen Rädern, die so Multipurpose-Schiffe jetzt anfangen zu bauen, die also Schüttgut, Zement können, die können auch ganz klassisch vielleicht mal ein Rotorblatt mitnehmen, weil die jetzt so konstruiert sind, dass es funktioniert. Ja, also ich kann mich erinnern, in Hamburg wurde mal irgendwo Richtung Innenstadt, neuer Wall wurde, ein neues Haus gebaut und da ist auch direkt ein Kanal, ein Fleet da dran und wo auch die Baustoffe, also Beton und alles Mögliche gar nicht über die Straße an die Baustelle befördert wurde, sondern über Schuten rangefördert wurde, weil es einfach der bessere Weg war. Und weil es auch so viele Transporte waren, hätte man das per LKW gemacht, wäre die Innenstadt dicht gewesen. Das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen, die wir haben, ist die schiere Masse an Gütern. Ja. Jetzt schauen Sie sich dieses Gebäude an, in dem wir sitzen. Ja. Wie viel Beton wurde hier reingegossen? Ja. Also wie viele LKW-Ladungen müssten eigentlich jetzt hier Schlange stehen und Beton ist verderblich, der hält also anderthalb Stunden danach, können Sie ihn wegschmeißen, wenn Sie noch aus der Trommel rauskriegen. Ja. Und Hamburg ist in einer sehr, sehr günstigen Situation, dass die halt eben diese Flete haben oder diese Kanäle, da kann man das machen. Aber leider gibt es zu wenige Möglichkeiten, dass wir das so abbilden können. Wir würden es gerne tun. Weil es natürlich einfach ökologisch und auch kostenmäßig viel, viel sinnvoller ist. Mhm. Aber geht halt eben nur in wirklich Städten mit einer starken Kanaldurchsetzung. Okay. Ja, spannend. Gibt es Richtung Getränke, Lebensmittelbranche, gibt es da auch entsprechende Möglichkeiten, Transporte mitzunutzen oder irgendwelche Möglichkeiten, aus den anderen Branchen etwas zu lernen, etwas mitzunehmen? Also Binnenfahrt, Schifffahrt, noch nie mit was am Hut gehabt, muss man sozusagen. Kann man sich vorstellen. Wir haben halt immer einen paarigen Verkehr, wie gesagt, voll gut hin, leer gut zurück. Das heißt, wir haben immer geschlossene Systeme, die sind halt prädestiniert, gerade für einen LKW, weil da ist halt immer Rückladung da. Wir haben einzelne Lieferanten, die quasi auf die Schiene ausweichen, die dann die Container bis bei uns das neue Sedin in Berlin quasi hinbringen und von dort aus umschlagen und zu uns bringen. Ist ein bisschen tricky, weil genau der ist natürlich der, wo kein Stapler reinpasst und deswegen ein bisschen manueller Aufwand. Aber die Schiene ist für die Getränke wahrscheinlich eher der richtige Weg, gerade durch den paarigen Austausch, dass man da sehr viel machen könnte. Es ist in meinem Geschmack noch sehr, sehr wenig vertreten sozusagen und man könnte mehr machen. Aber wie gesagt, bei uns ist, also ich würde der Frachtanteil des LKWs ungefähr auf 99% schätzen und den ein bisschen Baden, der eine Lieferant, der mir da einfällt. Ja, spannend. Also ich glaube, es gibt noch sehr viele andere
darüber hinaus noch doch noch andere Themen, die, wo es durchaus Überschneidungen gibt. Da bin ich mir 100% sicher, was wir jetzt hier auch in dieser Kürze, auch wenn wir 45 Minuten Zeit haben, jetzt haben wir noch gerade 6 Minuten Zeit, die man aber auch in dieser Tiefe gar nicht diskutieren kann. Und da möchte ich auch noch so ein bisschen an die Zuschauer, die Einzelnen appellieren, die vielleicht auch, wir haben hier sicherlich noch andere Vertreter sitzen, andere Branchenvertreter, und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Branchentreff oder so, wo man sich mal austauscht über gewisse Themen und wo man etwas vorgibt. Also vielleicht, also wer Lust hat dazu, gerne mal melden, auch gerne über den Logistics Summit, die werden der Thomas Promny und so weiter und sein Team, die werden das sicherlich weiterleiten. Ein abschließendes Thema, was mir immer noch so ein bisschen auch unter den Nägeln brennt, ist sicherlich auch eine Herausforderung, das bin ich mir auch ziemlich sicher, das Thema Fachkräftemangel in den jeweiligen Branchen und in eurer Logistik auch. Wie geht ihr damit um? Welche Themen gibt es da? Ich meine, wir hatten auch da, du hattest am Anfang schon gesagt, Thema ging so ein bisschen Richtung Personal und wo ich das Thema Automatisierung ansprach, aber ist das für euch ein Thema oder, und wenn ja, wie geht ihr damit um? Also grundsätzlich Fachkräftemangel oder Automatisierung wegen Fachkräftemangel ist eigentlich kein Thema. Okay. Also das ist eher dann ein Optimierungsthema, kleinere Mengen in einer hohen Qualität halt auch besser handelbar zu gestalten. Wenn es jetzt darum geht, was die Lagerlogistik als solches mit angeht. Da geht es halt eher darum, dann gute Techniker, gute Logistiker, gute Manager zu finden, die dann halt so ein Warehouse halt auch dann einfach so mit betreiben. Also der Etikom hat jetzt hier in Hannover 60.000 Quadratmeter, das ist schon ganz ordentlich Fläche. Da sind dann nicht so viele Mitarbeiter, aber am Ende des Tages geht es halt auch darum, alle Prozesse halt sauber und stabil halt jederzeit sicherzustellen und dann halt auch ein stressiges Saisongeschäft halt auch sauber, geschmeidig, lösungsorientiert mit zu begleiten. Und das sind dann so, da braucht man belastbare Mitarbeiter, die kreative Lösungen finden, die den Kunden im Fokus haben und dann, egal was passiert, halt einfach eine Lösung finden. Okay. Richtung Baustoffe, gerade was so Lkw-Fahrer angeht, könnte ich mir vorstellen. Bei uns natürlich ein Riesenthema. Der Lkw-Fahrer ist natürlich eine Ressource, die relativ knapp ist. Ja. Die ist sogar erstaunlicherweise sehr knapp in Indien zum Beispiel, wo wir sehr große Herausforderungen haben, in Afrika, wo man eigentlich meint, dort gäbe es viele. Aber die Profession des Fahrers ist natürlich in vielen Ländern, auch in Deutschland, unsexy. Mhm. Ja. Früher in den 70er, 80ern, da träumte man von der großen Freiheit und vom Brummifahren. Als kleine Kinder vielleicht, das ist heute ja nicht mehr. Und deswegen ist für uns halt eben die große Herausforderung, wie können wir diese steigenden Mengen an Baustoffen in Zukunft bewegen? Weil der Lkw wird dir nicht weggehen. Er wird vielleicht elektrisch oder irgendwie anders mit Gas betrieben, aber er muss immer noch gefahren werden. Und ich glaube ganz einfach, bis er alleine fahren wird, das dauert noch ein paar Jahre, meiner Meinung nach. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen entfernt von. Ja, und zumal wir natürlich mit unseren Fahrzeugen keine Standardstrecken fahren oder nur zum gewissen Anteil. Ja. Wir liefern natürlich häufig an Baustellen oder an Tempoerrere. Also Fachkräftemangel in dem Sinne, Fahrer ist bei uns ein Thema. Ich persönlich würde mir mehr Speditionskaufleute in unserer Industrie wünschen. Das hilft, weil wir sind halt eine Produktionsindustrie, ingenieursgetrieben. Da tut ein Spediteur immer mal gut. Aber ansonsten ist das Thema eigentlich Fahrer. Okay. Noch ganz schnell in die Runde. Also was das Thema Lkw-Fahrer, die wir auch selber haben, betrifft, helfen wir uns sehr viel über eigene Ausbildung. Dass wir da tatsächlich Berufskraftfahrer selber im eigenen Betrieb ausbilden. Das sorgt ein bisschen vor, was den Fachkräftemangel angeht, aber der ist da, definitiv. Das merken wir jedes Jahr aufs Neue, wenn es in die Bewerbungsphasen geht. Schwieriger ist es eher dann tatsächlich auch so in dem Bereich Mitarbeiter mit im Speditionskauf Leute zu finden oder im mittleren Management Leute zu finden. Da sehen wir das auch als echte Herausforderung. Wir bieten, glaube ich, eine ganze Menge spannende Themen in einer großen Palette, aber auch das alleine reicht
vielleicht nicht, um dann wirklich den vorhandenen Fachkräftemangel zu decken, nur mit spannenden Themen, ist das dann auch nicht Genüge getan. Also das ist definitiv ein ganz, ganz großes Thema, wo, glaube ich, die ganze Transportlogistikbranche ganz viel gemeinsam tun muss, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und der Fahrer hat leider auch einfach kein gutes Standing, egal ob er nun Baustoffe fährt, Getränke fährt oder Windkraftanlagen fährt. Fahrer ist halt immer nicht so gern gesehen, der Brummi verstopft die Straßen, das Image ist ziemlich schlecht. Ich glaube, da muss in der Branche viel, viel getan werden, um das mal wieder ins richtige Licht zu rücken, weil ohne die Kollegen auf der Straße hätten wir alle ein Riesenproblem. Also von daher, glaube ich, ist das eher so ein Appell an uns alle, da was zu tun. Kurzes Statement von dir, mit Blick auf die Zeit. Ich fasse mich kurz. Natürlich, LKW-Fahrer ist auch bei uns eine wertvolle Ressource. Wir tun relativ viel für die Bindung. Fahrer dürfen mit aussuchen, was sie im Fahrerhaus haben will, welches Fahrerhaus sie haben wollen. So eine Geschichte einfach, um den Wohlfühlfaktor für sie zu erhöhen. Also früher war das der LKW, selbst wenn es Iveco war, den kriegst du. Und heute dürfen sie schon sehr viel mitbestimmen, was sie haben möchten, wie ausgestattet ist, Kühlschrank, CD-Spieler, CB-Funk. Das sind alles keine Faktoren, die richtig wehtun, aber die Wohlfühlfaktor des Fahrers erhöht. Und da haben wir uns entschlossen, sehr viel mehr für ihn zu tun und die Resonanz ist gut. Okay, also ich merke schon, Thema Fachkräftemangel im Bereich der Fahrer, LKW-Fahrer ist ein ziemlich großes Thema, was ihr habt und genau, was irgendwie anzugehen ist. Jetzt hätte ich mein Handy ausstellen sollen. Ja, tut mir leid. Vielen Dank an die Runde. Ich denke, es sind einige Themen angesprochen worden. Wir konnten, obwohl wir 45 Minuten Zeit hatten, nicht alle Themen besprechen. Ich hoffe, die Zuschauer haben das eine oder andere mitgenommen. Ansonsten stehen die vier Redner auch noch hinter der Bühne für ein paar Minuten bereit für Fragen. Kommt gerne auf uns zu oder über den Logistics Summit, über Thomas Promny und sein Team werden auch Fragen weitergeleitet. Und nochmal so mein Aufruf, wenn es irgendwie mal einen Bedarf gibt, mal so einen Branchentreff oder einen Austausch zu machen, gerne immer würde ich gerne organisieren, auch mit übernehmen die Organisation. Also vielen Dank an euch vieren und ja, danke fürs Zuhören.